Wir machen unsere eigenen Filme. Ja, anscheinend, ja. Ja. Filmstudios. Ah, das nächste Kapitel ist Filmstudios. Bierchen und Würstchen, ach nein! Was wollen wir machen? Filmstudios oder Bierchen und Würstchen? Kann das? Nein, ich habe schon geschlossen, Bierchen und Würstchen. Nein, schon Filmstudio. Okay. Schon. Dum, dum, da, 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 ba, ba, ba. Flying to the earth so free. Eben, das ist ja die Titelmelodie von zwei Himmelhunden auf dem Weg zur Hölle. Und das ist ein Bud Spencer Lieblingsfilm, weil er da seinen Pilotenschein gemacht hat. Okay. Für euren ersten Film war die richtig gut. Ja, okay, aber was ist mit den Bezahlungen? Wo sind die Kohlen? Und die Bohnen. Ja, natürlich. Ich habe das natürlich das Geld verdient, mein Schätzchen. Meine Assistentin Sophie erwartet euch mit dem Besteck im Büro. Ah, die schöne Miss Sophia. Worauf warten wir noch? Lass uns gehen. Sehen Sie, die schöne Miss Sophie meinst, hä? Ihren 90. Geburtstag? Ich heiße Lado und du? Ich nicht. Ich habe jetzt keine Zeit, ich arbeite. Ich komme wieder vor die Kamera. Hallo. Nehmt euch, was ihr wollt. Habt ihr Bohnen? Nein, so ein Saftladen. Ich bin jetzt doppelt vor der Kamera. Ja, natürlich, du musst immer ganz groß im Bild sein, ne? Nee, was passiert eigentlich, wenn du mit ihm redest? Wir haben alles, was wir zu Hause bekämen. Sandwiches, Donuts. Ich nehme ein Bier. Wir haben kein Bier. Ah, okay, dann ein Sandwich 2 und ein Gläschen Bier. Ey, das ist eine Anspielung auf den Eisverkauf. Bud Spencer hat den Eisverkäufer gespielt und tendenziell sein Kunden, der wollte eben Pistazien-Eis, aber er hat nie Pistazien gehabt. Er hat immer alles aufgesagt, was er hat. Aber er wollte immer ein Pistazien-Eis. Okay, reden wir mal mit den beiden Clowns hier. Das Büro des Reiseführers. Der Regisseur ist eines des Flurs. Ich habe jetzt keine Zeit für Arbeit. Okay, der sagt das Gleiche. Was? Meine Güte, was ist das für ein Arschgesicht? Hey, der hat eine richtige Schweinsnase hier. Mhm. Ist das dein Vater? Die Ähnlichkeit ist vorbei. Was soll das? Versuchst du mich zu Tode zu prügeln? Nein, zu langweilig. Was? Ja, sicher ein Riesenerfolg. Also hört sich Slaps & Beans meiner Meinung nach viel mehr mit Titel für ein Liebesspiel an. Hey, was hast du das gehört? Nein, was denn? Ich hab geschlafen. Fräulein Sophia ist beschäftigt. Kommt morgen nochmal vorbei. Hä? Was? Hast du das auch gehört? Vielleicht ist sie in Gefahr. Mach schon Platz, wir müssen da rein. Sie hat übrigens auch den Scheck mit unseren Kohlen drauf. Also, mach mal inne. Werdet ihr sonst ungemütlich? Oh ja. Wir? Ja, Pöckchen. Nun, wir werden sogar sehr ungemütlich. Ja, das ist übrigens ein Filmzitat aus all in ihren Filmen. Warte mal kurz, da mit dem roten Buggy. Weiß nicht, wie er heißt. Mhm. Alles klar, Jungs, Plan B. Die zwei wollen es auf die harte Tour. Ey, du kommst hier nicht rein. Hey, ist das die harte Tour, die du nennst? Das soll hart sein? Ich bin hart. Denn ich bin Bud Spencer. Komm schon, zeig mir deine harte Tour hier. Weißt du, was war das? Jetzt einfach, wir kämpfen gar nicht im Film, sondern im Real Life. Ja, das wird man behauptet, es überschneidet sich, oder? Ah ja, okay, jetzt ja schon. Ha! Der und harte Typ, ich bin härter. Hey, hast du gesehen, wer ein Boss, wer der Gegner ist? Sie entführen das Mädchen. Sie entführen unsere Kohlen. Hey,
Nein, soll das? Tatsächlich habe ich jetzt nicht gerade drauf geachtet. Ja. Hey, das wäre ein ganz guter Sprung, you! Ich mag jetzt die Musik. Aber ich weiß nicht, aus welchem Film das jetzt ist. Ja, war's das jetzt? Was zur Hölle ist denn hier passiert? Sind die alle durchgeknallt? Ich sag dir so, was los ist. Die Typen haben gerade unser Geld entführt. Und meine Freundin. Wen interessiert das? Deine Freundin? Sie hat noch nicht mal mit dir gesprochen. Worte sind nicht so wichtig. Nach dem Casting hat sie mir in die Augen geschaut und mich angelächelt. Ja, la 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 la. Wir müssen den Regisseur finden und ihm erzählen, was passiert ist. Ah, zurück zur Arbeit. Hey, was machst du hier? Habe ich dich nicht vorhin fertig gemacht? Und deine 8 Brüder? Hey, ich glaube, das hackt. Sie kommen einfach einmal aus einer komplett andere Tür raus. Aber die sind nicht so zäh. Ja, ich glaube, die müssen wir gar sind so irgendwie nerdig. Können wir überhaupt denn, wenn nicht unabhängig? Ah. Komm her. Komm her, Mäusezähnchen. Wie groß hier sind eigentlich denn Bier. Die... Ah. Oh. Wo hat sich der Regisseur versteckt? Er ist nach rechts abgehauen. Nein, er ist nach links. Nein, er ist im rechten Büro. Nein, er ist nicht. Warum laufen die beiden eigentlich noch frei rum? Er greift sie und den mittelmäßigen Regisseur auch noch gleich. Ja, schnappen wir euch mal hier. Ah, die können jetzt ein bisschen mehr aushalten. Mhm. Hey, du da, komm mal her. Ach, ja. Ich komme zu dir. Bei dir dauert eine halbe Ewigkeit, bis du die Typen fertig gemacht hast. Na, steh mal auf. La. Ah, look da, unser Filmplakat. Ah, also ich muss sagen, mich hat man wieder ganz gut getroffen, aber wer ist das Arsch da rechts? Ja. Ja, hinter den Kulissen sieht ja wirklich alles anders aus, he? Also in real life, also im Film. Findest du nicht auch? Na, komm schon. Ordentlich Trap. Warte. Nimm das. Was hast du? Hier, trink mal Bier auf das, auf die Leistung hier. Hoch die Tassen. Was ist denn jetzt schon wieder? Ah, der Regisseur haben wir gefunden. Sind sie weg? Ja, und du hast uns einiges zu erklären. Die haben Sophia entführt und die Hälfte der Leute am Set waren deren Komplizen. Und unter Kohlen, die haben sie auch entführt. Gestohlen ist der richtige Ausdruck dafür. Ein Detail. Meine Kohlen haben auch Gefühle. Für mich ist es eine Entführung. Punkt. Kann ich also gehen? Nein. Du, Vorsicht, du knackst hier immer zwischendurch. Hä? Ja? Ja, zwischendurch knackst du ein bisschen zu laut. Okay, ich werde euch alles sagen, was ich weiß. Der Film, die Crew und das ganze Set wurde von einem gewissen Tango. Oh, Tango! Oh, das war, glaube ich, aufs Vier Fäuste in Rio, glaube ich. Mitfinanziert. Im Gegenzug für das Geld bestellte er 2 Bedingungen. Er wollte das Mädchen und die ganze Crew für den Film haben.
Er wollte auch zwei Schauspieler für die Hauptrollen auswählen, aber die sind nie erschienen. Also haben wir euch genommen. Was? Uns? Hey, Fasky, hast du es gehört? Mm. Der Kerl will uns verarschen. Zu Tango geht es zuerst Taster und dann entführt er es wieder. Offenbar scheint er mir mehr an dem Mädchen interessiert zu sein, als an dem Geld. Es ist wieder geknackt. Ganz kurz gestockt. Ich bleib's bei dir flüssig. Das Spiel sound ist gut. Okay. Der Einzige, der ständig vom Mädchen redet, bist du. Also du, Fasky, ja? Nicht ich. Wir müssen also diesen Tango finden. Haben Sie eine Ahnung, wo der Kerl steckt? Heute findet eine Tourenne statt. Herr Tango wird den ersten Preis persönlich den Gewinnern überreichen. Oh, wir müssen ein Autorennen machen. Ey, geil, das wird doch besser. Nun, worauf warten wir? Lass uns dieses Rennen gewinnen. Aber wir haben doch kein Auto. Wir haben kein Auto, wir sollen ein Rennen fahren. Noch nicht. Warum habe ich schon wieder so ein mieses Gefühl? Level complete. Ja gut, das ist ein bisschen ein kleines Warm-up. Kommt jetzt also das Level mit Bierchen und Würstchen. Das ist eben auch aus dem Film. Da haben sie hier einen roten Buggy gehabt, aber beide haben hier gewonnen. Sie konnten nicht entscheiden, wer das Buggy am Schluss bekommt. Daraufhin haben sie sich entschieden, sie machen ein Wettessen. Abwechselnd ein Bierchen und ein Würstchen. Okay. Und das wurde leider daraus nichts, weil danach wurde die ganze... Weil das ganze Restaurant wurde komplett zusammengeschlagen. Aber was das Schlimmste ist, Terence wollte noch zu seinem Würstchen und Vanilleeis haben. Mm. Yeah. Naja, starten wir mal. Süß und salzig. Bringen wir das hinter uns. Hä? Süß und salzig. Du, hey, das ist das rote Buggy. Genau das hier. Mit den gelben Häubchen oben drauf. Gib das Auto. Ja, der Typ ist sowieso nicht mein Kragen weiter. Also. Bierchen, Würstchen. Lecker. Ach nö, was haben wir jetzt schon wieder? Lass mich das Mädchen. Nein, das machen. Mädchen. Mädchen machen. Hallöchen. Halt nur Rennfahrer können eintreten. Wir sind Rennfahrer. Dann kommt die nächste Stunde mit euren Autos hierher zurück. Klar, machen wir. Vielleicht können wir in der Zwischenzeit die Strecke mal testen. Langsam verliere ich meine Geduld. Kommt zurück mit euren Rennautos. Verschwindet jetzt. Okay. Das lief ja super. Okay, das lief jetzt nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ach wirklich? Ist mir gar nicht aufgefallen. Verprügeln wir sie. Was ist los, ihr Bruchpiloten? Wollt ihr ohne Autos am Rennen teilnehmen? Und wer seid ihr? Wir sind echte Rennfahrer, ausgewählt von Tango, Gewinner der letzten drei Meisterschaften. Oh! Kommt wieder, ihr Verlierer, wenn ihr gelernt habt zu fahren. Am liebsten würde ich sie jetzt gleich verprügeln und ihr Auto übernehmen. Was meinst du? Tönt nach einem Plan. Ach Mist, sind weg. Denkst du, was ich denke? Er ist einfach ohne Prügelei, aber ansonsten ja. Hey, ihr dürft hier nicht rein, eintreten. Ich denke doch. Platsch, patsch, patsch. Passt dir überhaupt das Kostüm? Also, Eben nicht. Du, die waren doch ganz nett. Die haben uns sogar ihr Autos geliehen. Ja,
Wir müssen nur freundlich fragen. Wir mussten nur freundlich fragen. Perfekt, wir sind bereit für das Rennen. Ja, zwei Autos. Ich nehme den roten. Ich nehme den roten. Ah. Ich hab's zuerst gesagt. Ich muss sagen, der rote gefällt mir besser als der gelbe. Was meinst du? Wollen wir die Karten entscheiden lassen? Nein. Wieso veranstalten wir nicht ein Tauziehen? Ne? Was schlägler? Also, was ist von das hier? Soll das heißen, dass ich ein Falschspieler bin? Ja, genau das wollte ich andeuten. Also veranstalten wir doch ein ordentliches Tauziehen. Hm. Nö. Weil ich zu stark bin, hä? Genau das wollte ich sagen. Die Szene kam genau im Film. Ich habe eine Idee. Wir lassen Bier und Würstchen entscheiden. Sehr schön. Und wann geht's los? Genau jetzt. Ja, jetzt da, auf der Bude. Auf jeden Fall, findest du nicht das Rote besser als das Gelbe? Ja, es sieht schon irgendwie schnittiger aus. Obwohl das andere ja, schien so ein rotes Dach und das hat gelbes Dach, aber... Ey, das ist ja einfach eine umgekehrte Farbkombination. Ich finde, das einfach Rot sieht viel besser aus als Gelb. Also komm, trinken wir und essen wir. Entschuldigung. Ach du Heilige. Drücke die Taste zur richtigen Zeit, um zu essen. Trinke Bier, um die Geschwindigkeit zu verringern. Bitte? Ich weiß jetzt auch nicht, was gemeint ist. Ach so. Okay. Gut, das haben mit Stierkreuz, na gut. Hast du schon Bier getrunken? Nein. Ich weiß auch nicht mal wie genau, ehrlich gesagt, nein. Oh shit. Okay. Ja, trinke. Ich würde gerne trinken, aber das Spiel erlaubt mir nicht. Wieso hast du so einen Vorsprung? Weil ich gut bin. Nein. Also irgendwie kommen bei dir mehr Zeichen vor als bei mir. Nein. Hey, ich hab doch was gedrückt. Also bald habe ich glaube der rote Haare. Sag ich jetzt mal vor. Ups. Halleluja. Ups. Oh, er holt auf. Was, er muss es genau drin sein? Ja. Ah, jetzt ist relativ schnell. Sollst du trinken? Trink. Ja. Aber bei mir geht es nicht langsamer, es geht immer schneller. Oh, immer noch 1 Minute 20. Es ist bei dir so langsam, bei mir so schnell. Weil ich gut getrunken habe. Ja, eben noch eine Minute. Ich hoffe, jetzt ist bald mal vorbei. Ja, eine Minute, ja. Noch eine ganze Minute. Hey, also, so schnell wie das geht. Naja, setz bitte jetzt gerade. Er ist eh gewonnen. Kriegst du auch das Rote? Aber ich habe dafür den Erfolg bekommen mit Bier. Sagt bei mir wahrscheinlich jetzt nicht an, weil wir ja Remote Player. Mit die Haare fallen bitte. Hey, das ist so schnell hier. 16, 15, 14. Er ist eh gewonnen. Aber wieso kommt das bei mir so dermaßen schlecht an?
Ich glaube, es muss einfach eine gehen. Keine Ahnung. Aber wieso? Ich mache jetzt hier genau die Kante, oder? Wenn wir immer falsch. Falsch. Wupp. Wer ist der Gewinner? Wer ist der Gewinner? Ja. Schauen wir noch im Rennen, ne? Level complete. Okay, dann machen wir jetzt das Rennen, ne? Ja. Darum unter die ersten drei, um auf das Podium zu kommen. Aha. Okay. Hey, ich hab das Rote. Hä? Was ist das denn? Cheater. Was? Aha. Ja. So. Ah. Ach du Heilige. Panzersteuerung. Hä? Okay, das sollten wir, glaube ich, noch was. Also ich glaube jetzt, da war ich glaube ich gerade momentan nicht. Ah, komm schon. Die Steuerung hier ist ja ganz schön gewöhnungsbedürftig. Ja, Panzersteuerung. Krass. Gib mir die Kamera, ich sehe nichts. Du, ich versuch. Nicht. Oh shit. Hey, komme! Komm mal schneller! Sagst du so einfach, ich drücke schon das Vollgas. Komm aber nicht vorwärts. Boah. Weil das in dem Maße sehr stark überschlägt. Nein, muss nur kurz lang. Hab's. Toll. Wer hat die Heuballe dort auch nicht gemacht? Na, irgendwie der Dummkopf, der uns auf. Oh, geh einfach weg, ey. Sag genau der Richtige, hä? Du mit einem Gelben! Boah, was soll nur warten? Erst oder sowas? Wir müssen unter den ersten drei sein werden. Eieiei, wie lange haben wir Zeit dafür? Du, keine Ahnung, wir sind ja immer noch in der ersten Runde. Schieß, ja. Nein. Tschüss, ade! Wait for your body. Hey, also die Steuerung ist eine Katastrophe hier. Wieso? Ich sehe es umgekehrt. Hey, wieso ist jetzt umgekehrt die Steuerung? Oh, feiner. Aber jetzt wird es schneller. Ja, aber die Steuerung ist jetzt plötzlich umgedreht gewesen vorhin. Mehr nicht. Da wird zu viel Bier gesoffen oder was? Auf jeden Fall müssen wir das Rennen sowieso nochmal starten. Also da brauchen wir ein bisschen mehr Praktikum. Ich finde, das hätte ich schon machen können. Oder einer haltet sie auf und der andere fährt. Ja, es kommt schon hoch. Fahr doch. Fahr schneller. Gar nicht so einfach, wirklich. Das ist einfach. Ja, also ich muss sagen, also. Oder haben wir da noch irgendwas? Es ist wirklich eine komische Steuerung hier, hä? Ja, ich muss nur irgendwas so ganz kleine links und rechts schwanken. So. Ja, schon wieder. Es hast du wieder mich gerammt, du. Was ich dich. Hä, komm schon, Steuerung, mach jetzt nicht den Blödsinn. Hä, das ist schon erst da, wir sind ja schon. Hä, wir sind jetzt in der letzten Runde. Ja, aber das ist ja schon der erste, wir sind jetzt der erste. Du bist schon erste. Ja. Schaff jetzt ja. Können wir uns jetzt nicht noch verhauen, driften. Jetzt müssen wir uns einfach nicht gegenseitig in den Weg stehen, du, hä? Hey, ich lass dich mal vorne. Achtung, Heuballe. Ah nein, ist nicht gut. Hallo. Sorry, ich habe nicht gesehen, dass der jetzt deine Kurve kommt. Nein. Du siehst, genau das ist mir passiert. Plötzlich ist die Steuerung anders gewesen. Nein. Ja. Yeah, ich habe gewonnen. Gewonnen. Ich hab gerade nur geachtet, was bei mir immer passiert ist. Du, ey, das ist bei mir vorhin auch passiert. Plötzlich hat die Steuerung komplett andersherum. Aber ich hab gewonnen! Und Applaus für Herrn Tango, der jetzt den Preis an den Sieger gibt, an Bud Spencer! Danke! Und die Musik wieder! Chef! Das sind die zwei, die uns reingelegt haben. Ich habe es dir doch gesagt, dass sie es nicht kapiert haben. Wer seid ihr? Was wollt ihr? Wir wollen unser Kohlen. Unser Mädchen zurück. Chef, wo sind sie? Das sind die Typen vom Set. Haltet sie auf. Hey, was ist mit unseren Kohlen?
Du siehst aus, wie es aussieht, möchte er es nicht gelesen. Glaubst du? Und weiter schlägen. Zur Abwechslung, ja? Kommt her, alle zum Buddy. Ich brauche Punkte. Wegen dem Trinkwettbewerb hat der Fast hier aufgeholt. Mein Bier. Mein Bier. Und mein Schlag. Kommt her, Typis. Jetzt gibt's wieder Trachtprügel. Und der Moderator freut sich da oben. Siehst du, wie er abdanzt? Mhm. Ich finde es ein bisschen schade, dass man ein bisschen mehr mit der Umgebung kann interagieren. Ja. Was ist das jetzt? Kommt noch jemand? Ja. Oh. Der Clown! Na komm schon, Clown, ich mach dich fertig. Wie heißt du dich auch da? Was macht ein Clown in der Büro? Was? Ein Clown in der Regierung? Was macht ein Clown in einem Büro? Ein Büro? Faxen. Faxen. Ja. Ein Clown im Büro macht Faxen. Du machst sicher auch gleich Faxen, ne? Na komm. Sag einfach mal zu, Mensch, nicht so wie eine Dame hier. Ah, Bier. Ja. Da oben natürlich ist auch Bier. Kannst du einen Schluck nehmen. Ja. Und das Leben ist voll nach dem Bier. Ja, und du? Entschuldigung, sie. Ja. Max. Freut mich, Sie kennenzulernen, Herr Hex. Haben Sie gesehen, wo Tango hingegangen ist? Klar, er ist gleich hier drin. Glaubst du dem? Nö, ich hab mal. Oh, das ist schon. Da können wir leider nicht. Wir müssen rein. Hey, ich kann pissen. Nicht rein. Ich muss pissen. Wenn das überhaupt. Das ist doch kein Pissoir, das ist ein Mülleimer. Egal, das ist dasselbe. Ich hab sie reingelegt. Los, Leute, kommt rein. Oh, Button Mash. Komm schon. Oh, shit. Oh, da fliegen sie wieder alle raus hier. Aber eine ist ganz normal rausgegangen. Ihr habt gesehen. Mhm. Eine Frechheit ist das. Hey, Tickets. Wollt ihr eine Fahrt? Oh. Verzeihung, meine Damen, ich wollte sie schlagen. Aber trotzdem finde ich es so nett, dass sie zwischendurch mal so etwas reinbringen, zum Beispiel das Autorennen. Ja. Wenn sie die ganze Zeit durch die Prügeleien werden, dann wird es schon langsam langweilig. Ich hab einen Start. So. Ah, da kommen die Nächsten. Kommt her. Alle zu mir. Ich brauche Punkte. Ich hätte ja fast die 8500 Punkte aufgeholt. Das wollte ich schon immer machen hier. Kommt dran hier. Ey, da haben wir ein Bier geklaut. Das Aas. Dabei brauche ich jetzt unbedingt ein bisschen Lebensenergie. Oh, danke. Na, komm schon. Erledigt. Und den haben wir auch erledigt. Popcorn. Ja, mach mal auf, Mensch. Ich bin einfach hungern. Dosen schießen. Ey, kannst du da einen reinschmeißen? Ob ich da einen reinschmeißen kann? Warte kurz. Ja, versuchen. Okay. Na, ja. War nicht hoch genug. Geht auch nicht höher. Mist. Was ist das andere da? Angel. Was? Ist das Angel? Doch. Was für ein Engel? Angeln. Angeln? Ah, du meinst? Nein, ich glaube, das ist einfach der Fernschrank. Wenn du alle umgeworfen hast, die festgeleimten Dosen, hast du einen Teddybär gewonnen. Ja. Made in China. Aber es hätte doch mehr irgendwie Wasser unter ihnen.
Nein, vielleicht ist es aber nur der Teppich. Ja, kostet. Ah ja, okay, jetzt sind wir eigentlich fertig bei der Rasse. Trink mal ein Bier. Und ein Wasser. Ja. Ich weiß, was du meinst. Da bin ich okay. Magneten. Ja, ja. Aber dann ist es schon nicht der Teppich. Sonst wäre ja die eine Teddybäre Wasser. Oh. Oh. Bitte retten Sie meinen kleinen Schatz. Nö. Miau. Achso. Verdammt, die Katze ist in Gefahr. Aber nein, nicht die Katze, meine Tochter, rett meine Tochter. Ich dachte doch schon, das war doch hier. Also ich, das ist ein Angstschrei, ist nicht ein Freudeschrei, ich meine, das hört sich eh so an. Oh Gott! Okay, wir müssen einen Weg finden, das Karussell zu stoppen. Wo willst du shoppen? Na, mach mal hier auf. Und noch eine Runde. Haltet ihr. Ja, aber mach das nicht so schnell hier. Aber pass jetzt auf, das Kind könnte jetzt wahrscheinlich jetzt sich übergeben. Mhm. Noch eine Runde. Yay, noch mal, noch mal. Mami, noch mal. Baby Dino, hä? Vielen Dank, die hat meine Kleine gerettet. Nicht die Mama. Kennst du die Dinos, oder? Nicht die Mama. Ah, du kennst aus die Dinos, hä? Nicht die Mama. Vielen Dank, meine Helden. Nichts vor. Alles gern gemacht. Darf ich jetzt? Darf ich jetzt? Dass das deine Mutter ist? Sie sieht aus wie adoptiert. Darf ich jetzt? Starte. Ja? Kannst du starten, bitte? Hallo. Tut mir leid, du hast es kaputt gemacht. Also, okay, mach weiter. Hm. Und ich glaube, hier sind wieder ein paar Typen, die wir unbedingt nicht kann verstehen, dass wir einfach nur unser Geld haben möchten. Ist das so schwer zu verstehen? Wir wollen einfach nur unsere Kohle. Ja. Also, und nicht dir zum A4. Ja, wir sprechen von Knete. Was und nicht die zu modellieren.